Ja, ich sehe gerade, dass sie anscheinend auch das zweite Gebäude, also das, was noch nicht ganz so alt ist, daneben stehend, mit den Fahnen auf dem Dach. Das könnte auch sein, dass sie das jetzt auch abreißen. Weil ich kann nicht so genau erkennen, ob die Gebäude ineinander übergehen oder wenn hier die Trennungslinie nicht ganz so scharf ist. Ja, es ist schon traurig, wie hier alles zerstört wird, was alt gewachsen ist. Es gibt so viele Häuser, die hier abgerissen werden, man kommt gar nicht so schnell hinterher mit dem Film, beziehungsweise man kriegt das auch nicht immer mit. Das habe ich jetzt auch nur zufällig entdeckt. Thank you.